Geschätzte Damen und Herren, geschätzte Medienschaffende, geschätzter Präsident der Schweizer Stiftung für Landschaftsarchitektur, geschätzte Stiftungsräte, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Medienorientierung und gleichzeitig aber auch Informationsveranstaltung. Und wir möchten Sie heute gerne über einen sensationellen und für uns sehr erfreuenden Fund informieren. Wir, das sind die Hochschule Rapperswil, insbesondere der Studiengang Landschaftsarchitektur und die SLA, also die Schweizer Stiftung für Landschaftsarchitektur. Um was geht es? Im Archiv für Schweizer Landschaftsarchitektur, kurz nennen wir das immer ASLA, haben wir bedeutende Pläne eines führenden Landschaftsarchitekten oder den Landschaftsarchitekten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Miggebrecht Migge, gefunden. Dieses Archiv wird betrieben von der Stiftung, was ich eben schon gesagt habe, unter HSR. Und in diesem Archiv werden bedeutende Nachlässe von Schweizer Landschaftsarchitekten aufbewahrt, aufbereitet und hinterher auch der Öffentlichkeit und insbesondere der Lehre zur Verfügung gestellt. Wir sprechen hier sozusagen vom Gedächtnis der Schweizer Landschaftsarchitektur. Und wir freuen uns natürlich, dass wir hier an der Hochschule Rapperswil dieses Archiv haben und dass wir vor allem freuen uns auch sehr darüber, dass wir das mit der Schweizer Stiftung für Landschaftsarchitektur zusammen haben. Studierende des Studiengangs Landschaftsarchitektur haben die Möglichkeit, in diesem Archiv zu arbeiten. Also entweder machen sie das im Rahmen von Studienprojekten oder als studentische Hilfskraft gegen Vergütung, wo sie dann in dem Archiv die entsprechenden Pläne und Nachlässe aufbereiten. Ich werde Ihnen jetzt nicht noch ein bisschen mehr über den Fund erzählen, sondern das werden die Redner nach mir machen. Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch eine persönliche Bemerkung. Ich habe ja auch mal Landespflege, hieß das damals, studiert. Und auch damals ist schon Miggebrecht Migge einfach eine ganz wichtige Person gewesen, wenn es darum geht, sich mit Freiraumplanung, Gartenarchitektur zu beschäftigen. Und deswegen freut es mich ganz besonders auch persönlich, dass wir sowas hier an dieser HSR haben und ich auf einmal die Möglichkeit habe, diese Pläne direkt zu sehen. Gut, jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen Spannung hervorgerufen. So, um was geht es? Wir werden darüber Sie jetzt genauestens informieren. Als erstes wird Ingo Golz als Präsident der Schweizer Stiftung für Landschaftsarchitektur reden, danach Hans-Jörg Gadient, er ist Leiter des ASLA, Sophie von Schwerin als Kuratorin des ASLA wird uns auch weiterhin informieren und Simon Orger als wissenschaftlicher Mitarbeiter des ASLA wird auch Ihnen auch weitere Informationen zu diesem aus unserer Sicht sensationellen Fund geben. Und ich freue mich ganz doll darüber, dass Sie alle hierher gekommen sind. Dankeschön. Vielen Dank, Markus Lennecke. Ich möchte Sie begrüßen auch im Namen der SLA. Und wir haben große Freude, es ist ein Freudentag, wie man so schön sagt, für die Stiftung, für das Archiv, für die Hochschule und für letztlich auch die Schweizer Landschaftsarchitektur, wo wir hier von einem deutschen Landschaftsarchitekten reden und der aber durchaus Einfluss hatte auf die Schweizer Landschaftsarchitektur, insbesondere auf einen Nachlass geben, den wir jetzt gleich kennenlernen. Ich danke herzlich im Namen der Eigentümer. Die Eigentümer ist diese Stiftung, vertreten durch Roland Rathschall heute, mich und den eremitierten Professor Bernd Schubert hier heute. Wir freuen uns insbesondere auch, weil diese Zusammenarbeit mit der Hochschule seit ungefähr 3 Jahren einen neuen Vertrag, einen Dauerleihgabevertrag an die Hochschule durch uns wieder verlängert wurde, und zwar auf wirklich professionelle Weise. Wir hatten große Sorge, dass wir diese Zukunft des Archivs hier an der Hochschule nicht sichern konnten und konnten das jetzt nun aber auch dank großer Hilfe der Hochschule Rapperswil. Es ist heute ein außerordentlicher Blick in die Vergangenheit, ein spannender Blick, ein Blick, der so nicht mehr möglich gewesen ist bisher. Also man hat das nicht mehr gehabt, dieses Material, und wir sehen heute einen Blick, den wir dann draußen schon erhaschen konnten, der völlig überraschend ist. Ich danke herzlich Professor Hans-Jörg Gadient mit seinem Team, der diese Aufbereitung des Nachlasses vorangetrieben hat, der auch letztlich die
Entdeckerreise durchs Archiv vorgenommen hat und diesen Teil gesehen hat. Also wir haben sehr viel Material und man muss genau hingucken, dass wir das auch finden. Also vielen Dank an Sir Guardian mit seinem Team, Sophie von Scherin, Simon Orga, Sie kommen heute noch zu Wort. Also eine partnerschaftliche Verbindung. Dann ist es uns auch, sind wir auch sehr dankbar der Hochschule, der Direktion, also mit Margit Mönnecke als Leiterin der Forschung, Simon Aleximion, Leiter der Lehre und insbesondere Herrn Mettler, auch umgekehrt, insbesondere Herrn Mettler in der Direktion und Hans-Peter Egli in der Direktion. Also ohne Sie wären wir heute nicht da, wo wir stehen. Also vielen Dank an Sie. Dank auch an Peter Petschek, Leiter der Abteilung Landschaftsarchitektur. Alles wichtige Protagonisten der letzten Zeit, die geholfen haben, daran weiterzuarbeiten. Ein ganz besonderer Dank an Susanne Kahn, Leiterin der Forschungstätigkeit. Sie ist und wird auch zukünftig wichtig sein für die Aufarbeitung der ganzen Bestände, Zentralstelle, Leiterin bisher im Archiv und jetzt die neue Funktion. Herzlichen Dank, Susanne. Wir freuen uns auf die zukünftige Erschließung der Bestände. Zum Abschluss möchte ich meinen Stiftungsräten, meinen Kollegen danken für die immer wichtige Unterstützung, den Einsatz, den ehrenamtlichen Einsatz, muss man sagen, über Jahre, Jahrzehnte bald schon. Und ohne den Stiftungsrat und die Partnerorganisationen, PSLA, Jardin Suisse, Verband Schweizerischer Gärtnermeister und Verband Schweizerischer Stadtgärtnereien können wir auch nicht existieren. Also es ist wirklich so ein ehrenamtlicher Teil, es gibt eine Fördergesellschaft, Einzelmitgliedern, auch denen danke ich herzlich. Jetzt habe ich genug gedankt, das gehört halt dazu. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit der Karte. Jetzt geht es weiter mit dem Danken, das gehört halt dazu. Ich mache es ganz kurz. Einen ganz, ganz herzlichen Dank an die Schulleitung. Die Schule unterstützt das Archiv regelmäßig mit erheblichen Beiträgen, hat aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir vor sehr großen Erschließungsaufgaben stehen, einen namhaften Betrag gesprochen. Und dieses Geld hat unter anderem auch dazu gedient, dass wir jetzt schon eine soweit gediehene Vorbereitung zeigen können. Und ein sehr großer Dank an die Stiftungsräte, vor allem auch Bernd Schubert, der von Anfang an dafür gesorgt hat, dass diese Sachen überhaupt zu uns kommen. Denn die physische Sicherung ist das A und O und der erste Schritt, der alle weiteren überhaupt möglich macht. Und das ist alles in unentgeltlicher Arbeit geschehen. Und wir verbeugen uns vor deiner Leistung und deiner Leistung und alle anderen Stiftungsräte, die das möglich machen. Und last but not least, meine beiden Kollegen hier, die haben jetzt im letzten Jahr, seit wir an diesem MIGE gearbeitet haben, Wochenenden und Nächte gearbeitet, sich total eingesetzt und mich sehr unterstützt. Deswegen an Sophie und Simon einen ganz herzlichen Dank von mir. So, jetzt haben wir es hinter uns und steigen ein in die Geschichte dieses Fundes, in die Bedeutung von Leberecht MIGE. Die älteren Kollegen hier, die oder Kolleginnen, die in Deutschland studiert haben, für die ist das ein Haushaltname, für uns Schweizer weniger. Und das möchten wir erläutern, warum MIGE so bedeutend ist. Wir möchten Ihnen den Umfang und die Inhalte des Konvoluts zeigen. Wir möchten an einzelnen Sachen auch die Bedeutung herausstreichen. Simon wird Ihnen etwas zum Zustand der Blätter sagen und zu den notwendigen Restaurationen, die jetzt vor uns stehen. Sophie wird noch etwas über die anstehende Erforschung erzählen. Und zu guter Letzt eine kurze Information, wie es weitergehen wird mit diesem Fund. Und am Schluss haben Sie alle und auch die Medienvertreterinnen Gelegenheit, uns Fragen zu stellen. Anschließend würden wir für die Gäste und die Medienvertreter einen kleinen Rundgang im Archiv machen. Ich bitte die Studierenden, die ja alle schon im ersten Semester mal da unten waren oder auch schon für das Archiv gearbeitet haben, sich da jetzt ein bisschen zurückzuhalten, weil sie wissen, wie eng die Räume sind und wir können einfach eine so große Gruppe nicht
berücksichtigen. Gut. Das ist der junge Mann, dem wir diesen Fund verdanken, Walter Leder, Schweizer Gartenarchitekt, der sehr weltoffen war, viel gereist ist und unter anderem eben auch bei Migge gearbeitet hat. Und die Firma Leder gibt es heute noch als Ledergärten in Zürich, eine Gartenbaufirma. Da ist jetzt der Enkel und der Urenkel von Herrn Leder zugange und dort lagen die Pläne auch bis vor kurzem. Der Nachlass Leder ist enorm groß. Es ist einer der größten, den wir haben. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie viele es sind. Wir schätzen etwa um die 15.000 Pläne. Und in diesem Konvolut war eben der Migge enthalten, verborgen, verstreut, wie auch immer. Sie zählen da auch weitere Zahlen dazu. Das Ganze ist eine Schenkung der Familie Leder an die SLA. Wir haben mit diesem Schenkungsvertrag auch transparent gemacht, welche Bedeutung dieser Fund wirklich hat. Und Leders waren wirklich großzügig genug zu sagen, auch in Anbetracht der Bedeutung von Migge schenken sie jetzt der Stiftung diese Blätter. Jetzt muss ich nochmal zurück. Der Plan, den Sie da sehen, ist kein Migge, aber es könnte ein Migge sein. Das ist einer der ganz frühen Entwürfe von Walter Leder. Und der sieht noch sehr nach Migge aus. Die Grafik ist gleich, die Farben sind gleich. Das waren Pläne, die uns dann so ein bisschen verwirrt haben, weil man macht die Mappe auf und denkt, noch einer. Und da muss man genau schauen, es ist dann eben ein Leder und kein Migge. Das wird dann auch Teil der Forschung sein, weiterhin zu suchen, abzuklären, Abgrenzungen vorzunehmen. Was sehr interessant ist, ist der Fundzusammenhang, in dem die Blätter lagen. Wir haben diesen Fundzusammenhang mit Listen sehr minutiös dokumentiert, dass spätere Forscherinnen und Forscher nachvollziehen können, wie genau die Megapläne im Konvolutleder drin gelegen sind. Es war lustig, als wir angefangen haben, diese flachen Pläne des Ledernachlasses zu sichten, war die eigentlich fast die erste Mappe, die ich in die Hand genommen habe, eine, auf der stand Gärten Migge. Es war abends um 5, wir waren zu dritt dort in dieser Außenstelle und hatten eigentlich wirklich schon keine Lust mehr. Weil dieses Sichten von so großen Nachlässen ist eine sehr anstrengende und mühsame Arbeit und Sophie wurde dann streng, als ich fand, ich mag jetzt nicht mehr, kannst doch, den schauen wir uns jetzt noch an. Und es war dann wirklich so, dass wir da gestanden haben und Sophie und mir ist einfach der Kinnladen runtergefallen und Simon, der bis dahin als Architekt noch nicht wusste, wer Migge war, hat zwischen uns beiden gestanden und einfach gesehen, wie links und rechts so die Kiefer runtergefallen sind und so ist es eigentlich bis heute fast geblieben, dass wir einfach immer noch vor diesem Fund stehen und es mittlerweile glauben, aber fassen können wir es glaube ich auch noch nicht ganz. Also das war die erste große Mappe mit 98 Originalen von Migge in allen Techniken, in allen Größen, in allen möglichen Erhaltungszuständen leider auch. Und dann haben wir weitergesucht und es hat sich gezeigt, dass Leder nicht nur die Gärten Migge gesammelt hat, sondern auch mit Original-Migge-Plänen unterrichtet hat. Weil Leder war auch Gartenbaulehrer in Winterthur und er hat effektiv den Studenten diese originalen Migge vorgelegt, damit sie etwas lernen können davon. Wir haben Mappen gefunden, wo dann Leder, Migge und Studentenprojekte gemischt waren und das zeigt eigentlich im Fundzusammenhang, wie Leder das angeschaut hat, einfach als Arbeitsmaterial, die er ganz selbstverständlich benutzt hat. Dann gibt es einen dritten Zusammenhang im Fund, das sind Projekte von Migge, die inhaltlich etwas mit Lederprojekten zu tun haben. Also wenn Leder zum Beispiel die Aufgabe hatte, einen Friedhof zu entwerfen, hat er sich eben auch Migge-Pläne herausgenommen und daran geschaut, wie das gemacht worden ist, um dann selber weiterzukommen. Das sind so die drei Zusammenhänge, die wir bis jetzt feststellen konnten. Und daraus kann man eben ablesen, was Leder eigentlich damit gemacht hat. Wie gesagt, Leder war ein sehr weltoffener junger Mann. Er hat zuerst in Genf eine Gartenbaulehre gemacht, dann hat er bei den Gebrüdern Mertens gearbeitet, eine wichtige Gartenbaufirma in Zürich. Und wir haben deswegen auch noch einige Original Mertens in diesem Ledernachlass gefunden. Dann ist er nach Köstritz in Deutschland gegangen, an ein Gartentechnikum, hat da nochmal eine Zusatzausbildung gemacht und hat dann anschließend zwei Jahre beim Gartenbaudirektor Ludwig Lesser in Berlin gearbeitet. Auch das für die deutsche Gartengeschichte ein ziemlich großer Name. Und auch dort sind uns jetzt Blaupausen
quasi dadurch eingegangen. Also diese Lesterpläne liegen auch in dem Konvolut MIGE drin. Und dann eben das Wichtigste, er war 2 Jahre lang Mitarbeiter von Leberecht MIGE. Und zwar ein sehr geschätzter, wie wir jetzt wissen, aus Zeugnissen, die wir gefunden haben. Wir haben das Originalarbeitszeugnis gefunden, das MIGE für Leber geschrieben hat, wo er beschreibt, welche Arbeiten das er geleistet hat und was für ein engagierter junger Mann er gewesen ist. Gut, und dann kommt eigentlich das entscheidende Ereignis. 1920 löst MIGE sein Büro in Hamburg auf. Sophie wird Ihnen dann weiter davon erzählen. Er löst sein Büro auf, Leder beschließt, zurückzukommen in die Schweiz und nimmt diese 320 Originale mit. MIGE geht dann nach Worpswede, ändert ein bisschen die Inhalte seiner Arbeit und räumt richtig auf. Es gibt Zeugnisse von seiner Tochter, die beschreiben, wie MIGE die Gelegenheit genutzt habe, diesen ganzen alten Krusch zu entsorgen. Deswegen ist es sehr plausibel, dass Leder einfach die Gelegenheit benutzte, diese Pläne, von denen er dachte, dass er sie noch gut nutzen kann, mitzunehmen. Er kehrt zurück nach Zürich und gründet dort sein eigenes Büro. Habe ich schon erzählt, das immer noch als Ledergärtner existiert. Und jetzt wird Ihnen Sophie etwas über die Biografie und über die Bedeutung von Leberecht MIGE erzählen. Danke. Ja, wir haben Leberecht MIGE also im Archiv gefunden. Und wer ist es gewesen, Leberecht MIGE? Er wurde geboren 1881 in Danzig und er stammte aus einer Großfamilie, aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Das ist insofern wichtig, als dass er später dann eigentlich auch in eine andere Richtung gearbeitet hat, aber er stammte aus wohlhabenden Verhältnissen. Von 1904 bis dann hat er eine Gärtnerlehre gemacht, 1898, und wurde dann Angestellter bei der Firma Jakob Ochs in Hamburg, einer sehr renommierten Gartenbaufirma, von 1904 bis 1913. Da hat er sich langsam hochgearbeitet, war zunächst erst eben als Gärtner dort und hat dann später aber auch die Entwürfe gemacht und wurde künstlerischer Leiter, bis er sich dann sozusagen völlig emanzipiert hat von diesem Büro und 1913 sein eigenes Büro gegründet hat. Dieses Jahr 1913 ist ein Schlüsseljahr für ihn. Er gründet das eigene Büro und er bringt vor allem sein erstes Buch heraus. Er hat vorher schon publiziert, aber er schreibt jetzt ein Buch, und zwar Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts. So heißt das Buch. Und darin, also der Titel sagt es ja schon, gibt er sozusagen vor, was soll im 20. Jahrhundert passieren. Er gibt im Vorfeld einen Abspann über die Geschichte, die Gartengeschichte, also das 17., 18., 19. Jahrhundert, und sagt, und was passiert jetzt im 20. Jahrhundert. Und das ist, komme ich später noch dazu, es ist eben seine Ideen und seine neuen Entwicklungen, kündet er in diesem Buch an. 1920 zieht er dann, also schließt er das Büro in Hamburg und zieht in die avantgardistische Künstlerkolonie nach Worpswede, bei Bremen ist das. Dort haben verschiedene Künstler oder Künstler verschiedener Genre zusammen gelebt und gearbeitet und Dinge entwickelt. Also es gab Bildhauer, Literaten, Maler und eben auch Landschaftsarchitekten, die alle nach neuen Reformideen zusammen gelebt haben. Daraufhin eröffnet er 1925 wiederum ein Büro in Berlin, weil es ganz gut lief bei ihm. Und schon 1935 allerdings stirbt er in Worpswede. So, Leberecht MIGE war also ein Landschaftsarchitekt oder Gartenarchitekt. Er selber steht auch für diesen Begriff des frühen 20. Jahrhunderts. Was macht ihn jetzt so bedeutend? Was sind seine Ideen gewesen? MIGE propagierte die soziale Freiraumplanung. Das ist wichtig. Und wenn er 1913 über die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts schreibt, dann propagiert er in diesem Buch den Garten für jedermann. Also 1913 ist in Deutschland noch Monarchie und die Oberschicht ist sozusagen besteht aus einem ganz geringen Teil der Bevölkerung und die breite Masse ist lebt sehr beengt und sehr arm und auch sehr hungrig. Und es gibt zu dieser Zeit nicht nur er, sondern es gibt auch noch mehr Reformbestrebungen, also eine Aufwertung dieser Armut. Und er sieht sozusagen die Verbesserung dieser Armut im Garten.
und möchte eben und entwickelt Konzepte und Ideen, dass die Menschen, die Stadtbevölkerung sozusagen Gärten entwickelt und wenn es nicht die eigenen Gärten sind, dann zumindest in Volksparks oder dass ganze Siedlungen sozusagen entstehen, in denen jeder gärtnern kann. Und das hat nicht nur Auswirkungen sozusagen auf die Ernährung, die Menschen waren hungrig und brauchten Essen, sondern auch auf die sogenannte Volksgesundheit, nämlich Gärtnern macht im Letzten vielleicht auch die Seele gesund oder wieder gesund und dient der Erholung. Und insgesamt spielt das somit sozusagen auf die Verbesserung der ganzen volkswirtschaftlichen Lage, die ja in Deutschland zu dieser Zeit, also dann auch in den Wirren des Ersten Weltkrieges, stark gebeutelt war. Genau, seine Ideen, die eben der Gartenkultur des 20. Jahrhunderts, zeigt er in seinen Entwürfen, in der Stadtplanung, in den Siedlungen und den Hausgärten. Weil er so sozusagen modern war, arbeitete er auch mit den modernen Architekten der Zeit zusammen, nämlich zum Beispiel mit Bruno Taut, mit Martin Wagner oder mit Ernst May. Bis heute stützen wir uns auf die Ideen von Leberecht Megge. Wir stehen immer noch für die soziale Freiraumplanung und eigentlich, wenn man jetzt irgendwie durch die Städte geht und sieht, welche Aktualität das Gärtnern hat und gerade das Stadtgärtnern hat, dann sind wir eigentlich 100 Jahre später genau da angekommen, wie er es sozusagen immer gesagt hat. Er war seiner Zeit also stark voraus. So, was ist das Werk Leberecht Megges? Ich habe jetzt schon viel gesagt, aber er vertrat ein breites Arbeitsspektrum. Es ging ihm also nicht nur um die soziale Freiraumplanung, sondern er hatte natürlich auch wohlhabende Auftraggeber. Das heißt, er arbeitete, also er plante feudalistische Landsitze, städtische Villengärten, Hausgärten, Schrebergärten oder Siedlungsgärten. Er plante aber auch Volksparks, ganze Städte und Friedhöfe bis hin zum Einzelgrab. So, dieses ganze Spektrum oder dieses ganze Genre ist in dem Fund vorhanden. Das haben wir alles unten liegen, was natürlich wunderbar ist und sehr schön ist und sozusagen das ganze Feld zeigt. Und dann möchte ich noch, stilistisch steht er eigentlich ganz im Sinne seiner Zeit. Er vertrat den Architekturgarten. Und jetzt zur Forschung ist es, also zur bisher gelaufenen Forschung zu Megge ist es so, also es ist kein ungeschriebenes Blatt. Der Mann war schon immer interessant und es gibt drei Dissertationen zu ihm, die sich verschiedene Themen zu eigen gemacht haben. Aber, und jetzt kommt's, bisher galten alle Pläne von Leberecht Megge als zerstört. Es gibt vereinzelt noch in Stadtämtern in Deutschland mal einen Plan, aber an sich ist alles zerstört. Das heißt, diese Doktorarbeiten konnten sich bisher nur auf die publizierten Abbildungen stützen, die eher klein sind und natürlich nicht die Bandbreite zeigen. So. Und wir haben jetzt da unten eben die ganzen Projekte liegen, von der ersten Skizze über den Entwurfsprozess bis hin zum fertigen Rahmen. Das heißt, man kann jetzt natürlich viel besser einschätzen, was er eigentlich sagen wollte und mit welchen Ideen er gespielt hat. Das heißt, wenn man jetzt zur Forschung geht, dass es eigentlich darum geht, dass wir diesen Fund einreihen in den Forschungsstand. Das heißt, es wird Neuerungen geben. Genau, das ist der erste Schritt. Ich komme dann auch später nochmal dazu. Hier nämlich. Also Einreihung des Konvoluts in den aktuellen Forschungsstand. Und als zweiten forscherischen Schritt wird es darum gehen, die Gartenreform auch in der Schweiz zu untersuchen. Denn Leder oder auch Gustav Ammann, der ebenfalls bei Megge gearbeitet haben, kamen mit den Ideen in die Schweiz und haben sozusagen, und Albert Baumann, der Lehrer, den Hans-Jörg Galien auch schon angesprochen hat, kannten Megge alles schon von hier, haben die Ideen beobachtet und haben damit unterrichtet und haben das weitergetragen. Und diese Auswirkungen, die sozusagen die Gartenreform des frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland sozusagen aus Deutschland hierher gebracht wurde, die gilt es als zweites zu untersuchen. So, damit gebe ich zurück. Wie Sophie schon gesagt hat, wir haben eigentlich den Kern Megge integral.
Die Funde brechen zwar 1920 ab mit diesem Umzug, aber zu der Zeit ist das ganze Ideenspektrum von Migge bereits entwickelt. Also wir können heute anhand der Originale, die wir haben, den gesamten Migge zeigen. Ich möchte Ihnen ein paar Einzelblätter stellvertretend für die wichtigsten Themen seiner Arbeit vorstellen. Das hier zum Beispiel ist eine Freiraumplanung für die Stadt Brandenburg, sehr, sehr früh, also um 1913, 14 wahrscheinlich, wo man sieht, wie er in den allergrößten Räumen angefangen hat zu denken. Und was auch sehr interessant ist für uns jetzt aus archivalischer Sicht zu sehen, oben über der eigentlichen Zeichnung eine Bleistiftnotiz. Und die heißt, glaube ich, 16,5 cm und eine Nummer. Und wir haben solche Notizen auf sehr vielen der Originale gefunden. Und es sind Verkleinerungsnotizen für die Reprographie. Das heißt, das sind physisch wirklich die Blätter, die die Vorbilder waren für die Abbildungen, die man dann später in den Büchern und Publikationen immer wieder findet. Das Thema Hausgärten in allen Maßstäben ist sehr, sehr umfangreich vorhanden. Es ist ein eindeutiger Schwerpunkt dieses Nachlasses. Das macht es natürlich auch für uns interessant und für die Forschung, weil Migge nicht so sehr viele Hausgärten damals selber publiziert hat. Und von den etwa 24 Hausgärten, die wir haben, haben wir bis jetzt, glaube ich, erst 4 oder 5 gefunden. Alles andere ist komplett unbekannt, hat nie jemand bisher gesehen, außer den Verfassern und den damaligen Auftraggebern. Dann das Projekt Siedlungsentwürfe. Sophie hat es erwähnt, Migge hat nicht nur zusammen mit bedeutenden Architekten seiner Zeit Siedlungen entworfen, sondern auch eigenständig Siedlungsentwürfe gezeichnet. Das hier ist jetzt ein Projekt, das man aus der Literatur kennt. Er hat das damals schon publiziert. Wir haben aber zusätzliche Blätter gefunden, die bisher noch nirgends publiziert waren. Auch das ist ein wichtiger Teil des Fundes, dass man schon bekannte und diskutierte Projekte nochmal unter einem neuen Aspekt anschauen kann, weil es jetzt eben Zusätzliches gibt. Dann dieses wichtige Thema der Selbstversorgung der Familienpachtgärten. Das ist ein Beispiel dafür für eine sehr große Anlage in Berlin-Schöneberg, die heute noch existiert, aber leider durch 100 Jahre Veränderung, Umbau, ist da praktisch nichts mehr von den migischen Gestaltungsideen zu erkennen. Das ist die gleiche Anlage, wo Sie am Anfang diese 4 Gouachen gesehen haben, die er sich halt sehr präzis gestaltet vorgestellt hat. Heute ist es eine Gartenanlage, die im groben Layout noch so existiert, wie er sich das gedacht hat, aber im Detail leider nicht mehr. Dann ein Blatt für das Thema Ehrenfriedhöfe, Gedenkstätten und so weiter. Und auch ein Blatt, das zeigt, wie faszinierend dieser Einblick in die Arbeit werden kann. Es ist einfach eine Lichtpause, auf der man mal getestet, Ehr oder Leder, das weiß man natürlich nicht, getestet hat, wie die dann aquarelliert werden könnte, um sie dann wirklich einem Auftraggeber zu zeigen. Das Thema Gartentechnik, es gibt ganz viele Blätter, wo er im Detail den Leuten erklärt, wie man das macht mit Bewässern und Umgraben und Fräsen und Düngen und so weiter. Und man kann dazu auch zusätzlich erläutern, dass er eigentlich, bevor es das Wort in der Form überhaupt gab, so benutzt wurde wie heute, Nachhaltigkeit propagiert hat. Er hat wirklich propagiert, dass die Stoffkreisläufe im Garten geschlossen sind. Das heißt, dass alle Abfälle kompostiert werden, einschließlich der menschlichen, was ihm auch ziemliche Kritik eingetragen hat. Aber er war überzeugt, dass das die Zukunft ist. Selbstversorgung, das wichtige Thema des Hungers, vor allem dann nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg. Es war ihm ein riesiges Anliegen, dass die Leute sich mit ihren Gärten selber ernähren können. Und er hat das minutiös ausgerechnet und nachgewiesen und hat dann diese sehr, wie soll man das nennen, volksnahen Darstellungen gemacht, sehr leicht verständlichen Darstellungen, um zu zeigen, wie das funktionieren könnte. Man sieht oben zum Beispiel einen Garten direkt am Haus, der war dafür gedacht, dass man die pflegeintensiveren Pflanzen dort sieht, das Obst dort sieht, wo man häufig spritzen, schneiden, düngen musste und die weniger intensiv zu pflegenden Anlagen auf diesem Pachtland sind. Und er zeigt dann, dass es insgesamt mit 200 Quadratmetern möglich ist, eine Familie mit 5 Personen durchzufüttern.
Volkspark, ein sehr wichtiges Thema bei ihm, das hat Sophie schon erläutert. Wir haben von verschiedenen ausgeführten, aber auch von nicht ausgeführten, also Wettbewerbsbeiträgen, das Thema Volkspark jetzt bei uns. Das ist Marianenpark in Leipzig, ein Teil, ein Bepflanzungsplan. Und da haben wir jetzt nachträglich vor ganz kurzem noch den Originalplan in Tusche gefunden. Also das ist eigentlich nicht nur der Abklatsch vom Original. Und dann etwas ganz Faszinierendes auch, Detailpläne. Pflanz- und Detailpläne, auch das ein Thema, das praktisch nie publiziert worden ist, weil es einfach zum Handwerk dazugehörte, wie man das macht. Nur ist das dann bei Mige eben sehr, sehr weit entwickeltes Handwerk. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus einem Bleistiftplan. Hier geht es um die Kleinbauten in einem dieser luxuriösen Gärten in Berlin. Das ist ein Bleistiftplan, Bleistift auf Transparent, hat ein Vermögen gekostet, den restaurieren zu lassen, weil er so empfindlich ist. Und Sie sehen, wie fein das alles gemacht ist und bis ins Detail hinein durchdacht. Damit möchte ich an Simon übergeben, der jetzt etwas zu den eher physischen Aspekten dieses Nachlasses ergänzen und erläutern kann. Gut, also Hans-Jörg Gabient hat Ihnen schon ein bisschen einen Überblick gegeben, was wir gefunden haben. Aber wir haben verschiedenste Formate, Papiertypen und Techniken in diesem Konvolut gefunden. Also das heißt, wir haben von kleinen Briefmarken, großen Skizzen bis hin zu Übergrößen für Ausführungspläne. Auch die Bandbreite an Papiertypen umfasst alle zu der Zeit üblichen Träger. Es wurden Transparentpapiere, Blau- und Lichtpausen, immer in Kombination mit verschiedenen Techniken gefunden. Das heißt, es gibt die klassische Bleistiftzeichnung, die wir gerade eben vorhin gesehen haben, auf Transparentpapier. Es gibt Tuschezeichnungen, von Hand kolorierte Lichtpausen, Aquarelle, Farbstiftzeichnungen, auch hier die ganze Bandbreite. Leider ist es jetzt so, dass die Pläne in den knapp 100 Jahren, die sie in diesen Mappen lagen, oder wahrscheinlich nicht ganz so lange, da sie oft auch für den Unterricht gebraucht wurden, etwas Feuchtigkeit abbekommen haben. Denn nicht nur an Papiertypen und Techniken haben wir die ganze Bandbreite, sondern auch an Schimmelpilzen, Stockflecken, Bestoßungen und Rissen ist alles vorhanden. Wir gehen jetzt davon aus, dass durch den häufigen Gebrauch die Bedingungen, wie die gelagert wurden, sich immer wieder verändert haben und dann glücklicherweise schlussendlich an einem trockenen Ort waren und die Schimmelbildung konnte sich dann nicht mehr weiterbilden. Trotzdem, uns stellt das jetzt vor eine ziemliche Herausforderung. Einerseits sollen die Pläne keinen weiteren Schaden mehr nehmen. Andererseits dürfen auch die vorhandenen Archivalien, die wir sonst noch im Archiv lagen, nicht mit diesen Pilzsporen in Verbindung gebracht werden. Zusätzlich sind sie auch noch sehr fragil und brüchig und deshalb mussten wir irgendwie herausfinden, wie wir jetzt mit diesen Materialien umgehen und haben uns für eine konservatorische Sicherung als die geeignete Lösung entschieden. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, diese Pläne zu restaurieren und wieder hübsch zu machen, dass sie wieder so aussehen wie vor 100 Jahren, sondern es geht wirklich darum, dass wir diese Blätter so aufbereiten können, damit man sie wieder betrachten kann. Also jedes Mal, wenn man die jemandem zeigen möchte, ist das wieder eine physische Beanspruchung, eine mechanische Belastung dieser Pläne. Deshalb haben wir uns mit den drei wichtigen Papierrestauratoren aus Zürich zusammengesetzt und geschaut, was man machen kann, was man machen muss und was man sein lassen soll, weil es sich nicht lohnt, aber weil das jetzt nicht unsere Aufgabe ist, diese Pläne jetzt zu restaurieren.
das Wichtigste oder das Hauptaugenmerk liegt darin, eigentlich diese Pilzsporen zu entfernen, den Schmutz zu entfernen und die größten Risse zu sichern. Und, das habe ich fast vergessen, noch die Pläne dann wieder flach zu legen. Es gab viele, die waren zum Teil gefaltet und haben da auch wieder Schwachstellen. Diese Maßnahmen, genau, haben wir, die kommen leider nicht geschenkt. Und damit wir das ein bisschen abschätzen konnten, was auf uns zukommt, haben wir den Schadenszustand aufgenommen und Testrestaurationen durchgeführt. Und trotzdem summieren sich diese Restaurationen auf rund 100.000 Franken. Das ist natürlich ein Betrag für die Stiftung und die Schule, die wir nicht einfach so stemmen können. Und deshalb sind wir auf Spenden und Zuwendungen angewiesen, die um diesen Fund dann auch wieder der Öffentlichkeit und der Forschung zugänglich zu machen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar Impressionen zeigen von heute noch existierenden Anlagen. Das hier ist der Garten Max Emden in Hamburg. Der wurde jetzt nicht wie andere Gärten durch Bomben zerstört, aber es gab dann doch ziemlich starke Eingriffe durch die Umnutzung. Hier wurde aus diesem Privatgarten eine Schule. Man sieht diesen roten Platz, der eigentlich jetzt als Sportplatz dient, aber trotzdem hat es im Hintergrund sieht man noch einige Elemente wie diesen Brunnen oder die Bepflanzung im Hintergrund, die noch dementsprechend wie es ursprünglich geplant wurde. Hier ist das ein Villengarten in Berlin. Heute ist es ein öffentlicher Grünraum. Leider wurden auch hier praktisch alle Spuren diesmal durch die Bomben zerstört. Es gibt noch einzelne Fundamente von Mauerresten und Fundamente von dem Wasserpavillon, der hier an diesem See steht. Das ist ein Ehrenfriedhof, haben wir auch einen Plan davon vorhin gesehen, in Berlin-Schönefeld. Leider wurde er nur zu einem kleinen Teil ausgeführt. Das ist eigentlich der noch existierende Teil. Und als letztes zeige ich Ihnen noch ein Bild vom Mariannenpark in Leipzig. Das ist ein Baumkreis und wie man sieht, wurde der jetzt auch erst gerade kürzlich wieder ergänzt, um diesen Kreis wieder zu vervollständigen. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, wäre das jetzt, glaube ich, der Moment. Genau, das wäre der Moment. Wir haben dieses Bild als Abschluss gewählt, weil es wunderschön anhand der Pflanzen zeigt, welche Zeitspanne zwischen dem eigentlichen Entwurf und heute verstrichen ist. Und die kleinen Bäumchen sind ja fast schon das Symbol dafür, wie jetzt eine erneute Beschäftigung mit Miege einsetzen könnte. Bisschen kitschig, aber das haben wir uns jetzt erlaubt. Gut, wir stehen Ihnen gern für Fragen zur Verfügung aus dem Plenum, aber auch von den Medienschaffenden. Jetzt wäre die Gelegenheit, wie Sie uns sagen. Roland. Ja, es zeigt ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich den Zustand um 1920. Also was hatte Migge um 1920 angesammelt in seinem Büro, der Zeitraum nachher fehlt. Aber wie ist es zurückgehend, ist es die Momentaufnahme, was weiß ich, 15 bis 20 oder geht es weiter zurück? Also es ist, das Spektrum reicht von 1913, also von der Bürogründung bis 1920, als er sein Büro umgelegt hat nach Worpswede. Also 1920 ist er von Hamburg nach Worpswede, konnte das Zeug wahrscheinlich oder die Pläne nicht mehr, wusste nicht wie oder was auch immer. Die Interessen haben sich verändert. Ja, vielleicht auch das. Und Leder ist genau zu diesem Zeitpunkt zurück in die Schweiz gegangen und hat vermutlich, ja, also mit großen Taschen ist er zurückgegangen. Aber es beginnt sozusagen mit seiner Bürogründung. Ja.
dieses also ein Bild relativ großer Zeichner. Ja, genau, also auch seine selbstständige Tätigkeit, die frühe selbstständige Tätigkeit. Mhm. Also die späteren Sachen dann, diese Siedlungen in Frankfurt oder Berlin, das ist dann, die sind dann die 20er Jahre, da haben wir keine Unterlage, also die ist Frankfurt oder Berlin. Das neue Frankfurt. Ja, genau, dazu gibt's nicht, haben wir nichts. Aber eben dieses frühe, und das sind vor allem tatsächlich viele Hausgärten oder Villengärten und Landhausgärten. Ja. Ja, eine Frage, gibt es in den Plänen oder anderen Quellen irgendetwas, was ihr vielleicht schon gefunden habt, hinsichtlich politisch motivierter Äußerungen und daran angeknüpft, die Pläne, es ist ja 35 war das gestorben und die Familie hat, glaube ich, alles vernichtet. Gibt es da also auch eine hochpolitische Zeit irgendwelche Ideen dazu? Also es ist nicht in unserem Nachlass. Wir haben einen umfangreichen Briefwechsel von Leder und Baumann gefunden, Schriftstücke, dieses Zeugnis von Mige an Leder und so weiter, aber nichts über die politische Orientierung. Vielleicht für das Publikum, die das nicht wissen können, Mige war eigentlich die längste Zeit seines Lebens Kommunist und Sozialist und wirklich in der Wolle gefärbt und hat dann aber kurz vor seinem Tod dann noch die Wendung zum Nationalsozialismus genommen. Aber wir haben in den Unterlagen nichts zu diesen Fragen. Zusammen. Wie ist das mit den Hinweisen darauf, dass Leder mit Miges Referenzprojekten dann hier Aufträge ausgeführt hat? Könnt ihr da mal schnell eure Funde ein bisschen kommentieren? Ist das, gibt es den Fall schon nachweislich? Ich habe das nur so ein bisschen am Rande mitgekriegt, dass in manchen Wappen ein Mige liegt und dann ist da ein Garten entwickelt worden, der ähnlich aussieht und so eigentlich hier in diesem Bereich. So ist es eigentlich. Leder hat in diesen fast 4000 Plänen, die flach vorliegen, Mappen gebildet und da gibt es dann nach Alphabet geordnet Hausgärten vor allem. Und in manchen dieser Mappen findet sich dann eben ein Plan von Lesser oder Mieke Mertens oder Mieke, der inhaltlich etwas mit dem Plan zu tun hat. Aber im Detail konnten wir das natürlich noch nicht untersuchen oder nachweisen über direkte Übernahmen oder stilistische oder möglicherweise Pläne, die er da reingelegt hat, weil sie ihn an die Arbeit erinnert haben oder an verwandte Probleme. Das ist wirklich Thema für die Forschung dann. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben diese Fundzusammenhänge wirklich präzis dokumentiert. Also man kann das jetzt anhand der Listen der Lederpläne und der Mige-Pläne 1:1 abbilden oder nachvollziehen, was wirklich in welcher Mappe gelegen hat. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt im Moment, dann möchte ich jetzt Ihnen die Gelegenheit geben, dass Sie draußen nochmal die Originale anschauen. Wir haben jetzt, das haben wir glaube ich vergessen zu sagen, auch noch ein Buchprojekt vor. Im Birkhäuser Verlag wird ein Plankatalog erscheinen, vermutlich im Frühjahr 2018. Und ein Hauptthema dieses Buches wird neben der Dokumentation der Arbeiten selbst auch die handwerkliche Qualität sein, dass man wirklich auch mal die Gelegenheit jetzt nutzt, bevor sie dann irgendwann mal wieder ausgestellt werden, nah heranzugehen und zu schauen, wie gezeichnet wurde und wie das alles gemacht wird. Wir würden uns dann für diejenigen, die Interessen haben, ins Archiv hinunterbegeben und diese Führung machen und dort vielleicht dann auch noch weitere Fragen der Medienschaffenden beantworten. Die Gäste sind herzlich eingeladen, mitzukommen. Für diejenigen, die das Archiv vielleicht noch nie gesehen haben, wir haben unten eine kleine repräsentative Ausstellung eingerichtet, die einen Überblick über andere Schätze des Archivs noch gibt. Gut, wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Abend.